from the bus station where I picked you up. Yes. Is a place called Reading Terminal. Mm-hmm. Lots of good food inside there to eat. Okay. In Chinatown. Yeah, right at the beginning of Chinatown. Okay. So, Ladies and Gentlemen, wir sind an der nächsten Filmlocation von Rocky Balboa angekommen. Wir befinden jetzt uns auf dem Nationalfriedhof von Philadelphia, wo ja auch in dem Film gesehen worden ist, dass Adrian in dem Rocky-Film verstorben ist. Die Hintergründe über ihren Tod wurden eigentlich nie wirklich aufgeklärt. Man munkelt an Krebs, aber offiziell ist es natürlich von der Filmseite her nicht bestätigt. Ja. Wir sind jetzt hier auf dem internationalen Friedhof von Philadelphia und hier sehen wir dann auch nochmal das Grab von Adrian. Das möchte ich euch ganz gerne natürlich auch nochmal zeigen. Für alle Filmfreaks der Trilogie der Rocky Balboa Filme gibt es auf diesem Grabstein einen Fehler. Ihr könnt ja mal, wenn ich das Video hochgeladen habe, einfach mal in den Kommentaren reingeben, welcher Fehler sich auf den Grabstein eingeschlichen hat, und könnt ihr das dann eben halt mal in den Kommentaren, könnt ihr ja mal euer Feedback abgeben, was es damit auf sich hat. So, ich versuche jetzt mal mit der Kamera ran zu zoomen, weil die Sehenswürdigkeit ist doch hier sehr, sehr groß. Oh, I better take my hat off. Yes, yes. You need to take money for that. Stay here all of the day. Yeah, I'll just sweat and get one like a trucker's thing. $100. Yeah. Come on, sure. Come on. You stand next to Adrian, I'll go next to you. All right. There we go. Sorry, I'm so sweaty. It's a little warm today. I know, it is. A little warm today. Where are you from? Well, I'm here in Philly. I run a Rocky film tour here for people. You guys came from Germany. So we run private Rocky tours basically 7 days a week, all day long. Oh, you have a card or a phone? Yeah, I do. Let me grab one. I just left the back of the car. How long are you here for? So, ihr könnt euch ja mal anschauen, welcher Fehler sich auf dem Grabstein von Adrian hier auf dem Nationalfriedhof von Philadelphia sich eingeschlichen hat, und könnt das dann eben halt einfach mal in den Kommentaren eintragen. So, ja, ein paar Location haben wir noch. Die einzige Attraktion, die wir uns jetzt gleich noch anschauen werden, die kennt, glaube ich, jeder. Die berühmte Step, die berühmte Rocky-Treppe und natürlich zum Abschluss natürlich auch die Rocky-Statue. Zu der Rocky-Statue muss ich gleich noch ein bisschen was sagen. Auch da musste ich ja wieder 35 Jahre warten, um dieses Erlebnis genießen zu dürfen. Und ja, und wie das nun mal eben halt so ist, auch da hat sich natürlich ein bisschen was verändert, aber dazu später mehr. So. Okay.